YouTube hat er besser Freunde. Vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern. Ich habe mal ein Experiment gemacht, Holz zu kochen und es zu trocknen. Das ist ein Stück davon. Das ist Haselnuss. Eigentlich ganz einfach, ganz primitiv. Aber ich habe jetzt mal dran geschmirgelt, habe ein bisschen Schellack drauf gemacht. Man kann es schwer erkennen, aber das hat so ganz feine Maserung, die ich gar nicht schlecht finde. Und für so ein, ja, einfaches Messerchen werde ich es mal probieren, vielleicht noch ein bisschen experimentieren mit Weizen, um das noch rauszuholen. Vielleicht kann man es dann doch ein bisschen erkennen. Da sind so ganz feine Linien drin, die quer zum Maser laufen. Finde ich ganz interessant. Wie gesagt, für einfache Messer. Es muss nicht immer das High-End und Nonplusultra-Holz sein. Es tut es vielleicht auch mal so was ganz Einfaches. Ja, ihr werdet sehen, was draus wird. Dann bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao.